Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Ja, in der letzten Folge haben wir uns etwas auffällig verhalten und wir müssen jetzt mal eben ganz schnell zum Kühlschrank laufen. Ich weiß nicht, ja, die Suppe, die können wir zwar machen. Haben wir noch irgendein Rezept, was wir Oh. machen könnten? Die Rüben haben wir keine mehr. Ja, ich weiß. Rübe, Karotte, Salat. Okay, doch, das können wir machen. Nee, können wir nicht, weil wir die Rüben nicht mehr haben. Aha. Okay, ich nehme jetzt einfach meine Suppe. Ich tue den restlichen Kram hier rein. So, ess jetzt die Suppe, Mann, bevor du mir hier verreckst. So, jetzt tue mir erstmal wieder den Kühlschrank. Weil ich denke mal, das ist jetzt nicht so schön, wenn das nicht gekühlt ist. Was ist hier mit dem Wasser? Das weiß ich jetzt nicht genau. Abholen. Ah, okay. Okay. Ach so, das können wir also immer machen, wenn das unten blau und aufgeladen ist, wenn ich das richtig sehe. Okay, also wir haben Essen. Wir könnten auch noch ein bisschen mehr schlafen, aber gut. Oh, wir haben auch Post. Da gucken wir doch mal. So, was haben wir denn hier? Wie falscher Behälter. Ich will das öffnen. Hallo? Lieber Nachbar, mögen Sie im Allgemeinen Blumen, Kräuter und Pflanzen? Haben Sie Probleme, Freunde in der Stadt zu finden? Haben Sie genug vom städtischen Leben und den traurigen Männern in Anzügen, die Ihr Haus durchsuchen? Mögen Sie die Natur? Wenn all das auf Sie zutrifft, und ich bin mir sicher, das tut es, dann kommen Sie bitte am Tag in den Wald. Sie werden sicherlich jemand Freundliches treffen. Die lokale Kräutersammlerin. Aha, ja, wir wollten ja sowieso in den Wald gehen, also trifft sich das hier ziemlich gut. So, wir sind im Wald und werden uns direkt erstmal hier ein paar Beeren schnappen. Die bringen uns zwar nicht allzu viel, aber die können uns eventuell das Leben retten. Ne, damit gehen wir wieder zurück, wenn... Ach, jetzt sind die schon wieder da, wenn ich das richtig gesehen habe. Komm, nicht so schüchtern. Bisschen schneller. Kann man das eigentlich nehmen? Ne, benutzen. Was war das gerade? Hier war gerade irgendwas. Blaues sprang hier gerade rum. Keine Ahnung. Ah, da hinten ist noch was. Das war letztes Mal, glaube ich, nicht da. Ein Reh. Okay, nehmen wir erstmal die Beeren. So, da gehe ich wahrscheinlich dann wieder zurück, nehme ich mal an. Ach, das sind die Beeren, die da unten reingekommen sind, dass ich die genommen habe wahrscheinlich. Was ist denn mit dir? Kann ich dich irgendwie töten, dass ich Fleisch kriege oder sowas? Wahrscheinlich, ne? Aber wahrscheinlich noch nicht jetzt, nehme ich mal an. Okay, warum ist mein Inventar hier eigentlich ständig geöffnet? Gibt es hier irgendwas, was wir noch machen können? Moment, hier ist nochmal Holz. Warum gehst du, wenn ich einen Doppelklick gemacht habe, Junge? So wird das nichts hier. Okay, Holz sollten wir jetzt vielleicht nicht mehr mitnehmen. Das könnte jetzt ein bisschen zu schwer sein. Into the Woods. Ah, da geht es nochmal weiter. Halte die linke Steuerung gedrückt, um vorzuspulen. Okay. So, Waldlevel 1,3. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, die Vorbereitung ist auch nicht besonders hoch. Das ist richtig. Ich habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich die hochhalten kann. Das habe ich nicht verstanden. Was ist das denn? Moment, erstmal haben wir hier einen Hebel. Den können wir schon mal nehmen. Ja, und dich habe ich auch gesehen. Keine Sorge. Jetzt komme ich da aber nicht mehr hin. Moment. Ja, hallo? Guten Tag. Ah. Ja, ah. Ich kann irgendwie gerade nichts machen.
Ich kann mich weder nach links, rechts bewegen, noch sonst irgendetwas. Ich befürchte, dass das nicht so gewollt ist. Ah. Hoppla, ich habe mich versteckt. Ich habe nur Bären gesucht. Bob, bist du das? Oder sowas? Wer ist das denn? Hallo, Butterblume. Ich wusste, du würdest kommen. Du siehst aus wie ein starker und fähiger junger Mann. Es ist ein bisschen her, seitdem mich jemand jung genannt hat. Und sie sind... Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Jenny. Ich bin diejenige, die dir den Brief geschickt hat. Entschuldige die Geheimhaltung, aber man kann heutzutage nie zu vorsichtig sein. Du kannst mich normalerweise hier um diese Uhrzeit antreffen. Ich bin eine Kräutersammlerin. Man könnte sagen, dein Kontakt für alles, was Pflanzen angeht. Man nennt mich Prepper. Schön, Sie kennenzulernen, gnädige Frau. Oh, nenn mich doch bitte einfach nur Jenny. Und lass uns auf den Punkt kommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe diese gemütliche Hütte im Wald, aber komme nicht zu ihr hin. In der Gegend ist die ganze Zeit ein sehr bösartiger Wolf. Ich habe alles versucht. Er ist nicht auf meinen Köder aus giftigen Kräutern in einer Wurst reingefallen. Könntest du ihn für mich beseitigen? Ein Wolf und eine Hütte im Wald. Brauche ich ein rotes Käppchen und einen Korb für diese Mission? Du würdest in Rot lieblich aussehen, aber ich bin nicht die Modepolizei. Hilf mir bitte, damit ich niemandem große Ohren und Zähne erklären muss. Im Gegenzug kannst du alle Materialien, welche noch in der Hütte übrig sind, haben. Ich muss sowieso wieder aufstocken. Und sobald ich meine Hütte wieder habe, könnten wir miteinander handeln. Sind wir im Geschäft? Klar. Ja, sind wir. Ich werde mich um den Wolf kümmern. Hast du das gehört, Bob? Wir werden unsere Hütte zurückbekommen. Ja, ich nehme mal an, die meint die Pflanze. Ich weiß, dass wir nicht genug vorbereitet sind. Das ist mir klar. Gut, da sind nochmal Bären. Die nehmen auch ganz flugs mit. Gucken wir hier nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, aber hier ist anscheinend so nichts mehr. Ja, das ist ja schön, wenn du dich nicht genug vorbereitet fühlst. Da musst du dich halt demnächst mehr vorbereiten. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Hier können wir ja nichts mitmachen. Ich weiß auch nicht, wo jetzt hier der Wolf sein soll. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier vorbei, wenn ich jetzt hier rumlaufe. So, wir haben 85. Können wir dann noch einmal... Nee, zeigt ja im Vorfeld schon an, dass wir das nicht mehr nehmen können. Okay. Gut, dann machen wir das halt nicht. Dann gehen wir direkt nach Hause. Und können wir da so einfach rein? Macht der das automatisch oder? Hallo? Anscheinend nicht. Deck mal auf, bitte. So. Ja, das ist toll, dass du dich nicht genug vorbereitet fühlst. Ich kann da jetzt auch nichts gegen machen. Tut mir leid. Also ich muss aber schon ganz ehrlich sagen, es ist natürlich irgendwo realistischer, aber es ist wahnsinnig ätzend, jedes Mal für zwei Baumstämme oder so in den Garten zu laufen. Das ist ja ein relativ einfacher Hebel. Vielleicht ist er nützlich für die Reparatur der Seilbahn. Ja, stimmt, das wollte ich auch nochmal, das habe ich vergessen. Das Problem ist, wir haben jetzt natürlich nicht genug Geld. Das heißt, wir müssen irgendwie an Metall kommen. Wir brauchen aber auch noch Stein. Also Metall und Stein brauchen wir. Decken wir mal eben schnell zu. So. Nichts funktioniert. Ja, dann leg dich doch von mir aus hin und mach noch ein Nickerchen. Mein Gott, wenn du so alt bist und das brauchst, dann ist das okay. Aber nicht so lang, ja? Ich habe heute noch was vor. So, das muss reichen. So. Beziehungsweise, nein, komm mal her. So, Blaubeer, Zucker haben wir keinen. Irgendwo ganz unten war das hier, Smoothie. Den kochen wir doch mal. So. Perfekt. Ich würde sagen, dann kochen wir noch mal einen.
Und tun den dann in den Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob man das muss, aber naja, man kennt das ja, ne? Wenn es wirklich so halbwegs realistisch ist, dann nehme ich mal an, dass dann auch die das Essen verdirbt und so. Und ja, das muss dann ja nicht sein. So, wir gehen wieder zurück in den Wald und schauen mal wegen dem Hebel. Reparieren. Wo ist denn der Hebel, den ich eben gefunden habe? Da. Zack. Ja, perfekt. Okay. Und nu? Level 2. Oh, oh. Ob das jetzt so gut war, ich weiß es nicht. Nicht, dass wir jetzt hier bei dem Dings ankommen hier. Bei dem Wolf. Das fände ich jetzt nicht so gut. Oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Oh je, eine Gondel. Oh. Okay. Thunfisch. Okay. Inspizieren. Sie ist wahrscheinlich von der Seilbahn abgestürzt. Vielleicht ist was Interessantes drin. Ja gut, da haben wir jetzt schon nachgeguckt. Es wird allerdings auch schon ziemlich dunkel. Traps Area. Schauen wir doch mal. Okay, hier sind höchstens noch Waschbären drin. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wenn natürlich... Oh, da können wir rein. So, kommen wir ein bisschen schneller hier. Die nehmen wir noch mit. Und gerade konnte ich... Ich wollte gerade sagen, gerade konnte ich hier nur noch Holz mitnehmen. Gucken wir hier erstmal eben schnell. Was wir da noch finden. So. Okay, da kommen wir dann anscheinend wieder raus. Dann gucken wir mal, dass wir hier oben mal reingehen. Mal sehen. Level 2-2. Nehmen wir natürlich direkt die Bären wieder mit. Was auch sonst. So, kann man sich irgendwie später mal eine... Wie viel Platz haben wir noch? Ja, war mir so klar, dass das wieder nicht geht. Oh, Moment. Ne, zu schwer, sagt er. Okay. Na gut. Dann schauen wir mal. Hier ist noch was. Okay. Oh, Leute, geht mir aus dem Weg hier. Echt. So. Nein, das ist... Ja, ich weiß, dass das eine Gondel ist. Ich wollte sie eigentlich öffnen. Was haben wir denn hier? Geld! Geld, Geld, Geld. Vielleicht kann ich dann wieder Stahl... war das Stahl? Ich weiß es nicht mehr. Besorgen. Das, was mir fehlt auf jeden Fall. Oh, Danger. Do not cross. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kann man eigentlich irgendwo speichern? Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Fortsetzen, Einstellung. Scheiße. Ich fürchte, man kann nicht speichern. Das ist natürlich... Ey, Leute, ganz ehrlich. Wann wird denn hier gespeichert? Immer am Ende des Tages oder was? Do not cross. Ja. Ich würde sagen, auf... Ach nee, hier ist... Nee, das Schild können wir nicht benutzen. Ich würde sagen, aufgrund der späten Tageszeit, werden wir jetzt hier wirklich nicht durchgehen, sondern wenn wir jetzt erstmal nach Hause gehen, brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit zu, weil durch das Schild kamen wir jetzt nicht raus, aber hiermit müssten wir raus können. So, wir laufen geschwind mit dem Wind und den Rehen. So, nein, wir kommen nicht ganz zurück. Oh Gott. Moment, nein, nicht da... Oh, was bist du denn für eine Pfeife? Obwohl, ja doch, in dem Fall war es doch besser. Dann kommen wir direkt zurück. So. Töte den Wolf. Ja, wie soll ich das denn machen? Hallo? Schauen wir mal eben... Nee, das war... Wie komme ich denn jetzt ins Journal mit? War das, ne? Genau, Journal. Hab mich gebeten, den Wolf zu töten, der den Weg zu ihrer Hütte versperrt. Ich müsste die Seilbahn reparieren, um zu ihm zu gelangen. Ja gut, das haben wir ja gemacht. Es wäre auch gut, wenn ich der Bestie nicht mit leeren Händen gegentrete. Ja, das ist das, was ich nämlich meine. Dass wir dann ja theoretisch irgendwie erstmal eine Waffe oder sowas bauen müssten, ne?
Koje, Werkbank-Level, Holzkiste, Schrank. Also das mit dem Beet würde mich jetzt wirklich interessieren. Qualitätserde für den Anbau von Pflanzen in deinem Bunker. Das würde mich wirklich interessieren. Ah ja, ja, du mit deiner Vorbereitung gehst mir auf den Sack. Ein Baseballschläger. Andererseits, ob ein Baseballschläger hilft gegen einen Wolf, ich weiß nicht. Schwing und triff, du hast doch keine Baseballteams in Maryville erwartet. Eine einfache Falle, um unschuldige Tiere zu fangen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da brauchen wir nur ein Holz für. Dann würde ich mal einfach sagen, dass wir mal eine machen und das mal ausprobieren. Und wir haben einen neuen Brief bekommen. Lieber Nachbar, nee. Nee, das ist der alte Brief. Kann man denn damit auch irgendwas machen? Ich kann den nur lesen. Ich kann den leider nicht zerstören oder so. Schade. Ich denke, dass ich dann dem Baseballschläger wohl... Grüner Teller. Ja. Dass ich den Baseballschläger dann wohl herstellen soll. Ach. Ja, ich weiß, ich weiß. Machen wir auch gleich. Das zerlegen wir nochmal eben schnell. Ich hoffe, der kippt jetzt hier nicht um. Das zerlegen wir auch mal eben schnell, damit wir das schon mal weg haben. 53, was trage ich denn hier mit mir rum? Nein! Achso, ich dachte gerade schon. Das tun wir jetzt mal alles rein. Thunfisch, was ist mit dem Wasser? Sollen wir das irgendwie... Küchenschrank, ah, sehr schön. Salatsamen, Karottensamen. Ah, ich verstehe so langsam. Okay, also da haben wir jetzt die Sachen reingestellt. Das decken wir aber nochmal eben ab, bitte. Ich weiß nämlich nicht, wann dieser Inspekteur kommt. Und nein! Du solltest das doch nur eben abdecken und dann ins Bett gehen, du Vollpfeife. Ach, der kommt erst in 2 Tagen. Okay. Ich kann ja aber nirgendwo speichern oder so, ne? Doch, hier, da speichert er. Okay, das wäre dann meine Frage. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt hast du, Idiot, natürlich alles versaut. So, du machst jetzt trotzdem nochmal eben Nickerchen. Und danach essen wir was, ne? So. Aber ich verstehe nicht ganz, es war noch lange keine 3 Uhr, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Blaubeermarmelade kann ich ja immer noch nicht machen. Blaubeersmoothie könnte ich machen. Das heißt, komm, mach den Kühlschrank auf. Wir klauen uns die Blaubeeren. Und machen nochmal einen leckeren Blaubeersmoothie. Wobei ich empfehlen würde... Achso, es sind beides die Gläser. Na gut. Nein! Ach, du sollst den eigentlich essen. Oder eigentlich wird der ja eher getrunken, nehme ich mal an. Aber gut, Mama ist jetzt einfach so. Ist auch nicht schlimm. So, dann. Töte den Wolf. Ich ahne Böses. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem mal. Wir haben ja jetzt immerhin eine ganz tolle Waffe dabei. Nämlich Baseballschläger. Und wir haben noch die einfache Falle. Womit ich ehrlich gesagt gerne mal schauen würde, ob ich die Rehe damit fangen kann. Das sieht zumindest, oder das wäre zumindest logisch. So, sammeln wir natürlich dann auch unterwegs mal wieder die Beeren ein. Ich würde sagen, dass wir da... So, Level 2. Zack. Dann müssen wir mal schauen.
Kann man da eigentlich nochmal? Die kann man wahrscheinlich nur einmal öffnen, nehme ich an, ne? Ja, ja, ja. Das dachte ich mir schon. Okay. Bin ich denn da jetzt hingekommen? Hä? Ach, hier. Okay. Nein, jetzt sind die hier gerade gespawnt. Wollt ihr mich veräppeln? Aber die spawnen schon recht schnell. Also das muss man denen ja lassen. So, das nehmen wir erstmal weg, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und dann schauen wir mal, dass wir... Oder vielleicht doch ein bisschen weiter rechts. Ich weiß nicht. Hier sind mehr Tiere. Gehen wir mal hier hin. Den nehmen wir auch direkt mit. Stellen wir hier eine Falle auf. Mal gucken, ob die da auch reintreten. Ich habe ja keine Ahnung. Das wird nicht funktionieren. Ich muss eine Gegend finden, die besser für Fallen geeignet ist. Okay. Nehmen wir die wieder mit. Ich habe doch keine Ahnung. Ausrüsten. Okay, rechts. Achso, mit Q. Mit Q kann ich die Waffen wechseln oder in die Hand nehmen. Okay. Kann ich da jetzt irgendwie draufhauen oder so? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, dann... hoffen wir mal, dass wir nicht direkt sterben. Da geht's nicht weiter. So. Da gucken wir doch mal erst. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Gift oder so hier. Was habe ich denn da jetzt geholt? Köder. Ah, okay. Feldration. Sehr schön. Oh oh, da ist er. Dein erster Kampf startet gleich. Was muss ich denn machen? Klicke auf den Wolf, um ihn anzugreifen. Okay. Halte die Steuerungstaste gedrückt, um den Angriff des Wolfes zu blocken. Okay. Oder entferne dich vom Wolf, um auszuweichen. Benutze deinen Schläger im Kampf. Nee, echt? Ich dachte, ich muss die Füße benutzen. Oh. Der arme Wolf. Huh! Scheiße! Oh! Noch mehr? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Nein, ich bin gleich tot. Mach hin da. Oh Gott! Ich brauche was zu essen! Nein! Was das? Oh mein Gott! Das schöne Rudel. Oh Mann. Es tut mir so leid. Wölfe sind meine Lieblingstiere. Was haben wir denn hier? Exotischer Köder, okay. Glas. Glas ist immer gut. Thunfisch vermutlich auch. Was ist das denn? Achso, das ist hier. Okay. Ist das ein neues? Nee, das ist das gleiche. Ich wollte gerade sagen. Das können wir nehmen. Ein Gartenwerkzeug oder ein Foltergerät? Ich vertraue dem süßen Gänseblümchen nicht, das darauf gemalt ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hat der das jetzt... Ja, ist ja gut. Du sollst es eigentlich nehmen. Kannst du nur inspizieren. Okay. Aber ich dachte, ich darf alles nehmen, was hier ist. Dies ist wahrscheinlich ein Werkzeug zum Unkrautjäten, aber es könnte dich definitiv töten. Das kriege ich auch noch. Schluck auf. Wenn ich die Tür öffne, macht er das automatisch? Ah, okay. So, was haben wir denn hier? Jennys Blumenbeet. Ein Hochbeet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur für Dekopflanzen ist. Okay. Seit der Seuche gibt es nichts Gescheites mehr im Fernsehen. Nur noch Nachrichten über Regierungserfolge, veralterte Verbildungsprogramme und alte Western. Ja, das kommt wahrscheinlich auch noch auf uns zu. Eine Jagdtrophäe? Vielleicht ist mehr an der Kräutersammlerin dran, wie man denkt. Das heißt, als man denkt, Junge.
Und was ist mit diesen Geweinen los? Was soll damit sein? Keine Ahnung. Okay, Equals Fights, denke ich mal. Jennys Foto. Eine Pflanze. Eine Zimmerpflanze, rein dekorativ, hat nicht einmal einen Namen. Ja, super. Rübensamen, die können wir aber auf jeden Fall mitnehmen. Wenigstens etwas, sehr schön. Das können wir noch inspizieren. Ja, die bringt uns Glas, das ist ja schön. Nur wenn wir die nicht nehmen dürfen, dann bringt uns das natürlich nicht viel. Ah, da, okay. So, gut, dass wir die Sachen nicht mitnehmen können, das ist mir schon klar. Ei, Großmutter, was hast du für eine kleine Hütte, sagte Rotpräppchen. Okay, das sind, glaube ich, auch nochmal Samen, oder? Ja, Salatsamen, perfekt. Was haben wir hier? Inspizieren. Eine Schüssel, dann nehmen wir doch mal lieber wieder Samen. Und stellen fest, dass wir zu wenig zu essen haben. Einmal öffnen, bitte. Die Samen nehmen wir auch. Alles, was Samen sind, nehmen wir mal einfach mit. Das nehmen wir auch. Das auch. Karottensamen. Alles einpacken. Da ist auch nochmal was. So, schade, dass wir von ihr nicht irgendwelche Suppen oder sowas mitnehmen können. Aber gut, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten, denke ich mal. Und ich denke mal oder hoffe mal, dass wir zur Not dann später auch mal Samen hier kaufen können. Ja, haben wir ja eigentlich alles, ne? Was wir machen könnten. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Ah, hier. Huch, da steht sie, die Alte. Das soll jetzt nicht respektlos wirken. Oh, hallo Gänseblümchen. Bob und ich wollten dir Danke sagen, dass du den bösen Wolf besiegt hast. Ich hoffe, dass du dir nicht wehgetan hast. Bitte nenn mich nicht... Ach, egal. Gern geschehen. Und ja, mir geht es gut. Ja, Jenny freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt, da ich meine kleine Hütte und Werkstatt wieder habe, würde ich gerne mit meinen kleinen Kochexperimenten weitermachen. Viele meiner Freunde in der Stadt haben gewisse Schlafstörungen. Weil ich so eine nette alte Dame bin, will ich natürlich helfen. Ich experimentiere gerade mit verschiedenen Zutaten für einen Kräutertee. Ich habe von seltsamen Pilzen gehört, die in der alten Mine außerhalb der Stadt wachsen. Könntest du mir ein paar von den Pilzen mitbringen? Ich habe das Gefühl, dass sie gut zu dem Tee passen. Seltsame Pilze aus der alten Mine für einen Tee. Ja, sicher. Warum nicht? Wunderbar. Sei einfach vorsichtig, junger Mann. Die Mine ist ein gefährlicher Ort. Es gibt auch die Chance, dass du dort eine freundliche Seele triffst. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wir haben aber... Nee, also mit M kommen wir nicht hin. Schade. Ich dachte, vielleicht hätten wir eine Möglichkeit... Da können wir auch nicht weitermachen. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht hätten wir hier eine Möglichkeit, direkt über eine Karte oder sowas dahin zu kommen. Aber scheinbar geht das doch nur, wenn man auf die Schilder oder eben auf die... Ja, auf die Schilder. Nicht auf den Briefkasten klickt. Hallo? Preppy? So, dann gehen wir doch mal eben zur alten Mina. So, allerdings habe ich gerade auf die Uhr geschaut und ich würde sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge eben in der alten Mine umschauen werden. Und ja, weil es einfach sonst zu lange dauern wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao!